Ja, toll, ne? Also absolut gelungen. Also auch hier wieder die Longi, eine ganz klare Empfehlung. Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Ihr seht schon, wir machen mal wieder was mit der De'Longhi Multifry und zwar diesmal Muffins. Gleich der Hinweis am Anfang für die Leute, die mein Video zur Maschine noch nicht gesehen haben. Rechts oben jetzt ein Info-Button. Da könnt ihr euch das Video zur Maschine selber einmal anschauen, weil heute geht es hier vornehmlich um unsere Muffins. Auch hier wieder mein Hinweis, es ist ein Originalrezept hier aus unserem Buch, was also im Lieferumfang enthalten ist, unser Rezeptebuch. Ja, was brauchen wir? Muffinformen. Ja, Zartbitterschokolade, um das bisschen noch ein bisschen reinzureiben, damit ihr ein paar Schokostückchen auch da drin habt. 4 Eier, dann hier 300 Gramm Mehl und wir brauchen ja 1 Gramm Salz steht da. Also das sollt ihr alles nicht päpstlicher nehmen als der Papst. Ne? Ihr kennt meine Devise: Learning by doing und immer ein bisschen was ausprobieren. Ja, Backkakao gab es hier in Spanien leider nicht, aber hier kommt sowas: Chocolate a la taza. Also sowas, was die Leute so mit in Churros, die Churros drin eintunken, das wird's auch tun, denke ich mal. Ja, Vanilleschote habe ich auch keine gefunden, deswegen habe ich hier schon etwas Vanillezucker mit und zu unserem Zucker gegeben an der Stelle. Und ja, Backpulver steht drin, 8 Gramm und 2 Gramm Natron oder 6 Gramm und 2 Gramm Natron. Ich nehme etwas mehr Backpulver, sollte so an der Stelle auch funktionieren. Ja, und dann nehmen wir noch etwas hier Vanilleextrakt und ja, so 2, 3 Tropfen, ne? Mehr natürlich nicht, nicht gleich so ein ganzes Gläschen da reinpacken. Ja, dann einmal 180 Milliliter Milch und 180 Gramm Butter. So, und womit fangen wir an? Wir nehmen heute wieder die Bosch Mumm. Auch hier nochmal bitte meine wärmste Empfehlung. Habe ich, glaube ich, jetzt über ein Jahr in Benutzung, ein Vierteljahr. Tolle Maschine. So, Link stelle ich euch auch in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch das Video dazu, was ich alles damit gemacht habe, war ein Riesenvideo, könnt ihr euch gerne anschauen. So, wir vermengen jetzt erst einmal hier Butter, Zucker, also so die übliche Verfahrensweise. Ich halte euch immer so ein bisschen am Laufenden. Ja, was brauchen wir natürlich? Unsere Multifry. Und hier an der Stelle nehmen wir das Rührwerk gleich raus und packen unsere Formen rein. So, wenn das Ganze dann so aussieht, dann müssen wir die Eier hinzugeben an der Stelle. Ja, machen wir es gerade eben. So, ihr seht, dass ich lichttechnisch wieder versuche, alles für euch zu geben. Ich habe hier im Ferienhaus leider keine volle Videoausrüstung, ne, wie ihr das bei mir zu Hause gewohnt seid. Ja, aber das sieht schon mal gut aus. So, und jetzt können wir eigentlich vom Grundsatz her alle weiteren Zutaten hier zufügen. So schaut's aus. Dann machen wir unser Rührwerk wieder runter hier. Und dann legen wir wieder los. Und die Milch, die geben wir jetzt so nach und nach dazu, ne? Ich denke, das ist klar, wir können hier ruhig auf Stufe 2 machen. So, ich hänge euch immer zwischendurch natürlich immer wieder mal ein Stückchen ab, sonst wird das Video zu lange, ne? Ja, Leute, ich denke, ihr seid bei mir. Das sieht schon optimal aus. Ja, also nach Schoko-Muffin-Teig. Und jetzt heben wir nur noch unsere geriebene Zartbitterschokolade drunter. Ja, packen das in die Muffinförmchen und dann hier rein. Und dann seid ihr wieder live dabei. Okay. So, zu unserer Zartbitterschokolade. Ich habe einmal grob geraspelt, aber ich habe dann auch noch ein bisschen was in Küchenpapier gepackt, ne, zerkleinert und nachher mit den Fingern auch noch ein bisschen. So hat man ein paar grobere Stücke und eben halt auch grobe Raspeln. Die feine Raspeln bringen hier überhaupt nichts. Solltet ihr eventuell drüber nachdenken. Ich mische mal unter, bereite unsere Geschichte vor und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, es kann endlich losgehen. Die Muffinformen sind befüllt, hier Silikon, ne? Also übliche Handelsgröße, würde ich mal sagen. Und das bringt mich zur Teigmenge. Also angegeben ist für 20 Muffins. Wir haben jetzt dort 8 Stück drin, habe ich gezählt. Und hier nochmal, also 12 plus hier nochmal wirklich eine Menge drin. Also das kommt mit 20 auf jeden Fall hin. Ja, dann machen wir mal das, was hier an der Stelle empfohlen wurde. Und zwar
hier einmal das Ganze auf Kuchen zu stellen. Ja, ihr seht, zuletzt hatte ich Apfelkuchen gemacht, steht noch da. So, und dann schauen wir wirklich einmal gemeinsam hier rein, was steht, wie viele Minuten. Dann seid ihr auch da einmal live dabei. Ich habe es nämlich tatsächlich vergessen. Und dann steht hier 25 Minuten. Ja, dann machen wir das ganz einfach hier für die Leute, die noch keine De'Longhi haben. Ne? Hier einfach runterstellen auf 25. So, und dann können wir das Ganze hier auch wirklich schon starten. Okay, so Freunde, schauen wir mal, was haben wir denn? Ja, gerade mal 8 Minuten rum und ihr seht, unsere Muffins gehen hier super drin auf. Also das sieht ähnlich gut aus wie der Apfelkuchen, den ich kürzlich da mit euch zusammen gemacht habe. Ich halte mal das Licht weg, nein, so können wir es besser sehen. Ne? Also, das sieht schon mal richtig klasse aus. So, 13 Minuten sind rum, also Halbzeit. Und ihr seht, also das sieht richtig gut aus. Das ist das Schöne hier an der De'Longhi mit diesem Sichtfenster, ne? Dass man also auch hier sehen kann, okay, was passiert da? Okay, da hat der Döcki wohl ein bisschen zu viel Teig reingefüllt, ne? An der einen oder anderen Stelle. Aber was habe ich zwischenzeitlich getan, wollte ich euch sagen. Ich habe hier so ein paar, das sind so Puddingformen, die habe ich jetzt genommen und einmal an der Stelle, ja, bin ich hergegangen, eingefettet und dann eingemehlt. Ne? Ihr kennt das vom Backen. Und die will ich gleich mal ausprobieren. Dann wisst ihr auch, da an der Stelle funktioniert das auch mit solchen Formen hier, also solche kleinen Kuchen dann. Ne? Okay. So, dann schauen wir wirklich jetzt gemeinsam rein, was unsere Muffins hier gegeben haben. Hinten immer einmal ausschalten und dann öffnen wir das Ganze gemeinsam. Ja, ihr seht, denke ich mal, ihr seid bei mir, bis auf den Fehler, den ich gemacht habe, nämlich das Ganze ein bisschen zu stark zu befüllen, sieht das exzellent aus hier an der Stelle. Ich hole sie mal raus und dann schauen wir uns das nochmal an. So, Freunde, ich bin wieder stolz auf mich, aber eine Frage, die sich euch stellen könnte, und deswegen nehme ich jetzt gerade nochmal das Licht hier wieder mit. Sorry. So, wie geht die De'Longhi damit um, wenn ihr, sage ich jetzt mal, so viele Dinge eben halt, ne, überquillen? Ja, auch hier. Also, kaum Rückstände, nichts irgendwo eingebrannt oder sonst irgendwas. Ne? Also, da gehe ich jetzt mal mit dem Lappen durch und dann stelle ich unsere Formen da rein. Und dann schauen wir uns das auch noch an. Aber ich kann natürlich sagen, ich habe auch schon den Geschmackstest gemacht, Leute. Ja, formidable. Und ich sage, ich bin stolz auf mich. Und das sage ich, denke ich mal, an der Stelle zurecht. Quatsch, es ist ja nach dem Rezeptbuch hier. Also es ist keine Eigenkreation. Aber es schmeckt richtig klasse. Ja, so machen wir den zweiten Gang noch zusammen. Wird ein bisschen längeres Video, aber ich denke, auch das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Was ist mit einer Kuchenform in einer Form? Okay. Ja, man muss es einfach erwähnen, also was ich gesagt habe, stimmt, ne? Also wirklich einfach einmal hier mit dem Lappen durch, mehr habe ich nicht gemacht und ist auch alles wieder weg, ganz, ganz toll. So, Freunde, dann schauen wir mal, machen wir das Gleiche nochmal. Ja, ich habe es mir gemerkt, 25, schalten wir es einmal ein und wir starten direkt wieder auf Kuchen und ich halte euch auf dem Laufenden wie immer. Und die Delicious. Ja, meine Lieben, auch das sieht wieder gut aus. Ne? Man braucht es ja nicht öffnen, weil die De'Longhi ein Sichtfenster hat. Liebe Leute von Philips und so weiter. Ja, also richtig, richtig klasse gemacht. Und auch unsere Muffin. Diesmal hat der Döcki das richtig gemacht, nicht überfüllt. Und ne? Sieht richtig klasse aus. Nochmal 10 Minuten, also Viertelstunde ist rum. Und wir sehen uns später wieder. So, Leute. Dann schauen wir hier einmal nach. Mach's einmal aus. Ja, toll, ne? Also absolut gelungen. Also auch hier wieder die De'Longhi, eine ganz klare Empfehlung. Ich hole die mal raus und wir schneiden noch einmal einen auf, damit ihr auch das mal nachvollziehen könnt, wie gut das tatsächlich ist. So, meine Lieben, also nochmal perfektes Ergebnis. Die müssen erst noch abkühlen. Ja, nehmen wir ruhig mal irgendeinen hier. Und schneiden wir wirklich mal da rein, schneiden wir es mal auf, dass ihr auch da sehen könnt, okay, das ist absolut perfekt. Ja, das ist Kuchen, so soll es sein. Hier sind unsere Stückchen, ne? Könnt ihr hoffentlich ganz gut nachvollziehen. Ja, unsere Zartbitterschokolade. Also richtig, richtig toll. Auch hier wieder Daumen hoch für die De'Longhi. Ich hoffe, wie immer, ihr könnt was damit anfangen. Ja, ich denke mal so im April bin ich wieder hier im Ferienhaus und freue mich wieder auf die De'Longhi. Da machen wir natürlich noch ein bisschen was zusammen, Pizza, was anderes. Jetzt habt ihr mal hier gesehen, zwei Kuchenformen, also Apfelkuchen und hier einmal unsere Schokomuffins. Und ich hoffe wie immer, ihr könnt was damit anfangen. Bleibt gesund
und bis zur nächsten Review. Euer Mr. Wolfish.